Ah, Silvia, Pasta geht immer. Ich würde eher sagen, das riecht nach Frühling. Oder? Schau dir mal an. Spargel, Zuckerschoten, Möhren, gut, TK-Erbsen, Frühlingsgemüse, Frühlingszwiebeln, Petersilie und Pasta. Was wir daraus machen möchten, ist die Pasta Primavera, die in der aktuellen Ausgabe findet. Moment. Du holst sie kurz. Ich werde kurz die Ich hole sie Rezept. kurz. Ich blende kurz Blende die kurz die Zutaten Zutaten ein. ein. Das ist unsere aktuelle Ausgabe. Die ist so schön Jetzt im geworden. Handel. Oder versandkostenfrei bestellen im Hehl-Verlag unter www.hehl-verlag.de. Ganz genau. So, und die wollen wir heute für euch machen. Das ist schon. Da hast du sie direkt aufgerufen. Ja? Wunderbar. Pasta Primavera. Ich freue mich drauf. Ich liebe Super. Pasta. Ich liebe buntes Gemüse. Vor allem grünes Gemüse ist ja auch gut für uns. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Wir starten. Ich habe soweit schon verschiedene Sachen vorbereitet. Das Nudelwasser ist schon aufgestellt, schon angestellt. Könnte parallel laufen lassen. Dann habe ich den Spargel schon geschält. Und grünen Spargel muss man ja eigentlich nicht schälen, aber die unteren hölzernen Stückchen, Enden, die schneide ich immer ab. Und dann meistens schäle ich auch ein Drittel Ja. des Spargels. Ja. So, dann wird er nochmal in circa 2 cm große Stücke geschnitten. Kann man alles schon mal in den Aroma legen. Ist zwar jetzt noch kein Wasser drin, aber das machen wir dann noch. So. Gott. Ah, ich habe heute die Fallsucht. Montag, den Ja, es Mittwoch. ist So, in der Mitte der Woche. Das ist mein Elan. Ich merke das schon. Schneide ich nicht ihr Wir wollen Lärm uns ja voll. nicht verletzen, ne? Wollte gerade sagen, also pass bitte auf. Ja, werde ich. Ja, vielen Dank für euer Feedback, was ihr uns bislang geschickt habt. Über unsere Facebook-Seite, über Instagram zur neuen Ausgabe. Wir haben auch schon gesehen, dass ihr fleißig nachgekocht habt und das freut uns natürlich extrem, weil es ist unsere Frühlingsausgabe. Wir wollen Frühlingsgefühle bei euch wecken und in die Küche bringen und deswegen vielen Dank für euer Feedback. Könnt uns auch gerne weiter noch Mails schreiben an service@mix-online.de. Freuen wir uns sehr drüber. Genau. Also da sind Zuckerschoten. jetzt 200 Gramm grüner Spargel drin. Dann habe ich jetzt noch 150 Gramm Zuckerschoten. Die habe ich auch gewaschen und geputzt, an den Enden abgezogen. So, und noch zwei Karotten. Die schneide ich noch in Scheiben. So, kommen wir noch hinzu. Dann kommen 500 Gramm Wasser in den Varoma, in den Mixtopf, in den Varoma. Varoma haben wir das Gemüse eingelegt. Du warst beim Friseur, ne? Bist ein bisschen Ja, leichtköpfig geworden. Dadurch, das glaube war ich. nach Ja, Corona. davor war Ja, der Friseur hat mehr Gewicht aufgemacht und drauf. dann habe ich Ja, natürlich auch einen Termin gehabt. natürlich. So, das Gemüse garen wir jetzt 10 Minuten. Varoma Stufe 1. Nach 10 Minuten kommen dann noch die Erbsen dazu, die garen dann nochmal 7 Minuten mit. Und dann ist unser Gemüse eigentlich schon so weit fertig, dass wir es zur Seite stellen können. Machen wir noch die Soße und in der Zeit kochen wir auch die Pasta. Und wenn das Wasser hier gleich kocht, dann kann ich die Pasta auch schon vorbereiten. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, noch ein paar Sekunden. Wir haben schon mal die Nudeln ins Wasser getan. Klar, gesalzen, ihr kennt das. Wir haben jetzt hier Penne Kochentopf. genommen. Ihr könnt natürlich auch Spaghetti, ja, alles nehmen alles, eigentlich, ne? ja. Im Grunde genommen. Auch Dinkelnudeln, Vollkornnudeln, also Also wir nehmen da jetzt Penne sind. heute. So, und jetzt kommen die TK-Erbsen rein, Genau, richtig? richtig, Kevin, guck mal. Riecht schon gut. So, was haben wir denn hier? Dup. Eine Waage, die nicht will. Eine Waage, die nicht will. Gut, Ja, ich habe machen es wir eben das. schon mal abgemessen. So. Wie viel hast du da jetzt drin?
Da haben wir 100 Gramm Erbsen drin. Okay, alles 100 klar. Gramm TK-Erbsen. Ja. Und das Ganze jetzt nochmal 7 Minuten. Aroma Stufe 1 nachgaren. Derzeit ist die Pasta gut. Gemüse wird gleich, werden wir gleich entnehmen, kurz abschrecken mit kaltem Wasser. Und dann machen wir noch die Soße und dann sind wir eigentlich schon fast fertig. Mega, super schnell gemacht. Pasta Primavera heute bei MixTV. Gleich geht's weiter. Bisschen Abkühlzeit müssen wir natürlich wie jedes Mal beachten. Ihr zu Hause ja auch immer. Das Rezept für unsere heutige Pasta Primavera gibt es in der neuen Mix, aber auch natürlich in der Videobeschreibung. So, einmal kaltes Wasser drüber, hast du gesagt? Ich habe gesagt kaltes Wasser. Oh, uiuiui. Das riecht nach Frühling. So. Das Schöne ist ja auch mit dem Varoma, die Nährstoffe bleiben ja erhalten. Ne? Ganz oft verkocht man ja das Gemüse hin und wieder mal, aber hier bleiben die Nährstoffe erhalten. Ich müsste jetzt eigentlich den Mixtopf ausspülen, aber das werde ich nicht tun, weil ich habe noch einen zweiten. Ja. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Das ist wirklich, wenn man mal zwischendurch auch was nicht umfüllen möchte, dann ist der zweite Mixtopf wirklich mega. Zwei Knoblauchzehen geschält in den Mixtopf. 3 Sekunden Stufe 5. Mit dem Spatel nach unten schieben. Der Mixspatel, den ihr bei uns im Mixshop bekommen könnt, mix-shop.de oder auch als attraktive Abo-Prämie. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Mix im Abo erwerben, mix-online.de. Viele verschiedene Abo-Arten und Prämien, die ihr euch da mal durchlesen könnt. Frühlingszwiebel habe ich geschält, 2 Stück gewaschen. Das riecht wirklich gut mit dem Gemüse. Ja, ne? So, und 20 Gramm Olivenöl. Oh. Okay, ja. Olivenöl ist gut. Du kennst mich ja. Naja, nicht der Farbe. Ja, ja. Genau. Und das Ganze jetzt 5 Minuten, 120 Grad, Stufe 1. In der Zeit gieße ich jetzt die Pasta ab und halte mein Gemüse warm. Okay. Können wir eigentlich unsere Warmhalterhaube nehmen, ne? Die haben wir lange nicht mehr benutzt. Die Steppjacke. Die Steppjacke, genau, haben wir sie Mila. Hier? Wo ist ja, sie? Ich hole sie gleich. Okay, ja? Okay, gut. In der nächsten Einstellung ist die Steppjacke drauf. Leute, wenn ihr wüsstet, gut, dass sie nach Knoblauch riecht und Frühlingszwiebeln und Olivenöl. Und da ist sie. Da ist sie. Unsere wunderbare Steppjacke zu finden im Mixshop mix-shop.de. Genau, die hat sogar einen Namen, die heißt Mibla. Ja, die Mibla. Die Mibla. Ja. Genau. Gibt es bei uns auch für das Garkörbchen im Shop. www.mix-shop.de. Richtig. So, jetzt schauen wir mal. Ja, oh. Der Duft von mediterran, Frühling. Der Duft von Knobi. Von lecker, würde ich sagen. Von Leckerlis, ja. Okay. Nicht von Leckerlis, von lecker. Leckerlis, ja. Muss man mal direkt an den Hund denken. Ja. 100 Gramm Weißwein. Wir nehmen heute keinen Weißwein, wir nehmen Gemüsebrühe, weil hier sollen nachher auch die Kinder noch etwas essen. 100 Gramm Gemüsebrühe habe ich fertig angerührt. So. Ja. Klappt doch, geht doch. Das kochen wir jetzt nochmal 4 Minuten 100 Grad auf. Die Frühlingszwiebel auch schön weich sind. Und das Ganze so ein bisschen einsutscht, deswegen lasse ich den Messbecher auch weg. Da kommt da gleich noch die Sahne dran und der Parmesan. Der Parmesan schmilzt dann darin und dann vermischen wir das mit dem Gemüse und geben das über die Pasta und dann dekorieren wir es noch ein bisschen mit Petersilie und dann ist auch schon alles fertig. Ich habe Hunger, Silvia. Mit ihr zu ja, Hause hoffentlich so wie auch. Das riecht, solltest du den auch haben. Also, gleich geht's weiter. Noch 15 Sekunden, ich dampfe euch mal das Bild zu, versuche euch ein bisschen was zu zeigen, was im Mixtopf abgeht, ist aber zu schwierig, schaffe ich jetzt gerade nicht, Silvia ist schon fleißig am Aufräumen. So, jetzt machen wir hier mal wieder. Das ist ja das Schöne, wenn der Thermomix kocht, kann ich schon die Küche sauber. Ja, das ist richtig, das praktisch am Thermomix, ne? Wenn man jetzt auf den Thermomix meine Kollegen Fan haben mich immer dafür belächelt, weil ich am Anfang immer gesagt habe, während der Thermomix läuft, kann ich schon mal die Küche aufräumen, aber ihr wisst doch selber, das wie stimmt. Das ist. Lieber dann parallel, dann kann man schön essen und alles ist schon wieder fast fertig. Genau. So, jetzt kommen noch die Megakalorien dazu. 300 Gramm.
Die einen sagen Kalorien, die anderen sagen Geschmack. Kleiner Schubs noch. Ja, komm. So. Das waren noch 60 Gramm Parmesan. Von den 100, ach, die habe ich natürlich auch schon vorbereitet. Parmesan könnt ihr natürlich auch im Thermomix machen, wisst ihr alle sicher. 5 Sekunden, 3 bis 5 Sekunden auf Stufe 8, je nachdem, wie viel Menge ihr drin habt. Und jeder sollte jetzt mal umsteigen. Ha? So? Ha? Ich muss zugeben, ich habe den manipuliert damit. Ja, okay. Du bist, nur weil ich gesagt habe, du darfst das Fleisch essen. So, ja, den Rest nehme ich für zur Deko auf dem Tisch nachher. Die Nudeln haben wir schon dahin hingestellt. Genau. Und jetzt sollte das Ganze nochmal 4 Minuten 100 Grad den Käse schön schmelzen und die Sahne erhitzen. So, machen wir nochmal Stufe 1. Wieder ohne Messbecher, ne? Ja, den, oder machst du den setze ich jetzt auf. So. Okay, alles klar. Ja. Gut. Hier geht es gleich dem Ende entgegen. Wir lüften Mipla. Mipla, Mipla, Mipla. So. Ah, es dampft noch. Ja. Das ist wie eine Matruschka-Puppe hier. Machst du einfach das nächste. Geht immer weiter. Pasta haben wir schon abgeschüttet, ist schon in der Schüssel. Jetzt beschwert sich der Ofen. Der Herd. So. Unser Gemüse. Dann mische ich jetzt schon mal über die Pasta. So. Das, was ich am Thermomix so nervig finde, ist, dass der immer weiter bimmelt. Ja, wobei ich habe ihn letztes Mal bimmeln lassen und er hat dann tatsächlich mal irgendwann mal aufgehört. Das ist wie so, wenn du dich anschnallst im Auto. Hm. Durch den Käse hat es schon eine gewisse Würze. Mhm. Aber ein bisschen Salz und Pfeffer. Boah. Das ist gut, ja? Ja, mega. Mit unseren GEFO Explosion Mühlen. Auch die gibt es bei uns im Mixshop, mix-shop.de oder als attraktive Prämie für euer Mix-Abo, mix-online.de. Wenn ihr Interesse habt oder jemanden beschenken wollt, wir haben auch wunderbare Geschenkabos. Ein Jahr Laufzeit und es würde automatisch enden. Aber ihr bleibt natürlich dabei. Und ihr könnt natürlich dann solch eine Prämie euch aussuchen, ne? Hast du das schon gesagt? Habe ich schon gesagt. Hast du schon gesagt? Ja, aber okay. Du kannst es nochmal sagen, ist ja wichtig. Ja, so. Oh, dufteln. Riech mal. Ja, ich habe die Maske auf. Ach so, das ja, gut. Okay. Aber oh ja, jetzt rieche ich es durch die Maske. Oh, geil. Ja? Oh, das kann ich nicht anders sagen als geil. Das riecht durch die Maske, gell? Ja. Ja, Parmesan ist auch so. Ob jetzt Parmesan oder Pecorino, ne? Kennen wir ja auch hier aus dem Mix-TV. Ja, kannst du dir vorstellen, dass. Das wir mal Mittagessen, oder? Ja, oder bitte. Ein Abendessen. Nur noch die Petersilie mit. Ja, die Petersilie. Ja, die wollte ich dann hier garnieren. Okay. Ach, hast du mir schon mitgebracht? Ja, natürlich. Bringst mein Gott. Kevin, du bist ja so gut zu mir. Super. Ja. Mega so. Geil. Können natürlich auch die Teller mit dekorieren. Mm. So, du meinst, schon jetzt mal probieren? Natürlich. So ein kleines bisschen? Na klar. Ja. Nicht zu viel, Silvia. Nein. Nicht zu viel. Das, ja. Ja, ich hab dir ja das versprochen, das Essen. Ja, ja. So. Super. Ihr könnt natürlich auch noch Cocktailtomaten mit dazugeben, wenn ihr möchtet, wenn ihr noch diese Säure haben wollt. Alles. Seid kreativ. Schickt uns gerne Bilder. Hashtag MixTV. Mhm. Ist gut? Ja? Sehr lecker. Sehr geil. Schön, lasst es euch schmecken. Kocht's nach. Rezept in der neuen Mix oder in der Videobeschreibung. Hast du was zu sagen, Silvia? Ich wollte erstmal so Ende kauen. Ich wollte nicht unhöflich sein. Du weißt, ich habe immer gelernt, mit vollem Munde spricht man nicht. Ne? Recht, du hast vollkommen recht. Ja, das war unser Rezept. Pasta Primavera aus der aktuellen Mix. Der Kevin hat schon gesagt. Probiert es einfach aus. Schmeckt wirklich super lecker. Ein schönes vegetarisches Gericht. Und ja, wir wünschen euch ansonsten noch einen schönen Abend, eine schöne Woche. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.